Die Lösung für unser Energieproblem ist genauso naheliegend wie weit entfernt, nämlich 149 Millionen Kilometer. 15 Millionen Grad im Kern, 5000 Grad an der Oberfläche, mehr als 1 Million Kilometer Durchmesser, 4,5 Milliarden Jahre alt. Die Sonne liefert uns 200 Mal so viel Energie, wie wir verbrauchen, während uns das Erdöl ausgeht und wir Probleme mit dem Klima bekommen. Und das wollen wir ändern. Das Jugendsolarprojekt von Greenpeace Schweiz ist 1998 gegründet worden. Mit dem Ziel, zusammen mit den Jugendlichen Solarenergie zu nutzen und zu fördern. Indem Jugendliche, ob mit Schulklassen oder in Lager, Solaranlagen bauen, lernen sie aktiv die Nutzung der Sonne kennen und bringen die Vorteile von der Solarenergie an einer breiten Öffentlichkeit näher. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir mal ein bisschen Abwechslung haben, mal einfach statt Schule das Projekt machen. Und es könnte es noch ein paar Mal mehr geben, das wäre noch gut. Auf Dächer von Pfadiheimen, Schulen und auch Privathäusern installieren die Jugendlichen unter Anleitung von Fachleuten Sonnenkollektor zur Warmwassergewinnung oder Solarzellen zur Stromerzeugung. Vom Herstellen der Kollektoren über die Montage bis zur Pressearbeit übernehmen die Jugendlichen spannende Aufgaben, ohne dass dabei der Spass zu kurz kommt. Zur Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ein Statement von Reza Kuhn, einem Leiter des Jugendsolarprojekts. Ja, ist ganz genial. Ja, ja. Es ist einfach, für mich ist es erstaunlich, was man erreichen kann, wenn man zusammen schafft. Weißt? Einfach, wie vergangenen Dienstag, dass 25 Jugendliche einfach zusammen anpacken, um die ganze Anlage aufs Dach zu bringen. Das ist für mich einfach ein Erlebnis. Und ich finde auch, sie machen das mit Leidenschaft und sind gleich keine Braven, die nur schaffen oder nur Umweltschutz im Kopf haben. Sie sind einfach gute Kids. Das Jugendsolarprojekt bietet auch Dachabklärungen an, wo wir prüfen, ob sich ein Dach überhaupt für eine Solaranlage eignet. Ein weiteres Projekt trägt den Namen Solartankstelle für Elektrobikes. Mit Solarzellen wird der Strom erzeugt und mit dem werden die Batterien der Bikes aufgeladen, um einen Elektromotor zu betreiben. Mit dem lassen sich auch steile Steigungen problemlos bewältigen. Bis jetzt gibt es schon fast in allen grossen Städten eine solche Tankstelle, wo man meistens gratis Elektrobikes ausleihen kann. Mit dem Sunclass-Projekt ist es gelungen, auf vielen Schulhausdächern Solarpanels zu installieren und die Schule dazu zu bewegen, dass sie die Anlage jedes Jahr ausbaut. Dafür hat das Jugendsolarprojekt auch das erste Panel gesponsert. Damit alle können sehen, wie viel Strom produziert wird, haben wir eine Software entwickelt, die das anschaulich darstellt. Für alle seine Leistungen hat das Jugendsolarprojekt den Solarpreis 2000 bekommen. Bis jetzt sind über 50 Projekte realisiert worden. Mit Partnern wie Pfadi, Swiss Solar und anderen. Wir machen einfach etwas für die Umwelt und ich finde es sehr wichtig, dass man für so etwas, für ein gutes Projekt einsteht. Ja, finde ich auch. Und eben so mit Pfadi, dass man da etwas macht. Das ist eigentlich irgendwie noch eine gute Werbung für Pfadi, oder?
Das 50. Projekt ist eine Sonnenkollektoranlage auf einem Dach vom Kinderdorf Pestalozzi zu Trogen im Appenzell. Die Anlage ist im Sommer 2001 mit einem Lager gebaut und mit einem speziellen Jubiläumsfest eingeweiht worden. Wie man so einen Kollektor baut und installiert, seht ihr gerade jetzt. Die Kupferrohre und Kupferplatten kommen von der Fabrik und aus diesen Rohstoffen bauen wir die Kollektoren. Die Kupferrohre werden gebogen und wenn sie fertig gebogen sind, werden sie abgeschnitten. Dann werden sie abgerieben und mit Flussmittel eingestrichen. Jetzt werden sie auf Kupferblech gelötet. Die Kupferblech sind auf einer Seite schwarz beschichtet. Diese Seite kommt dann am Schluss gegen die Sonne. Die Kupferblech mit den Rohr, genannt Kollektoren, werden jetzt noch geputzt. Und nachher kommen sie aufs Dach. Auf dem Dach sind die Rahmen gemacht worden und in die Rahmen ist Isolation da worden. Darauf kommen jetzt Kollektoren. Das ist die Zuleitung hier. Hier verteilt sich auf beide Felder. Geht hier durch die Schlaufe durch. Und hier durch wird dann später auch verbunden, wieder hier oben. Und geht so bis ganz oben. Beidseitig. Oben kommt es zusammen. Oben ist das Wasser heiß. Unten kommt es kalt rein, wird erwärmt. Hier. Und geht heiß oben runter zum Brauchen. Zur Unterstützung, Heizung, Boiler. Wenn die Kollektoren montiert sind, kommen Glasplatten drüber und werden abgedichtet und schon bald ist die Kollektoranlage betriebsbereit. Was nimmst du mit, hey? Von dieser Woche meinst du jetzt? Sonnenkraft. Und also ich finde es immer toll, in dieser Woche bin ich irgendwie, ich weiß auch nicht, man kriegt sehr viel Optimismus von den anderen Leuten. Alle sind sehr engagiert und finden es lässig. Und dann geht man immer sehr optimistisch heim. Und das gefällt mir.